Bam, 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 bam. So, willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Und zwar sind wir beim letzten Mal hier stehen geblieben bei den Herausforderungen, haben sogar schon ein Match im Hauspokal gemeistert, haben es gewonnen. Und jetzt geht's weiter mit den Spezialbewegungen. Hallo, ich bin Alicia Spinnet, Jägerin der Gryffindors. Bei mir lernst du das Ausweichen und die Spezialangriffe. Wow. Lerne auszuweichen und wie man Spezialbewegungen ausführt. Schnapp deinen Gegner den Quaffle mit einem Spezialangriff weg. Mach ein Tor, indem du den Quaffle durch einen der Torringe wirfst. Okay. Spezialbewegung und Schuss mit 6. Ausweichen mit der 8. Gut. Dies ist eine Kopf-an-Kopf-Herausforderung zwischen einem deiner Jäger und unserem alten Freund, dem Geist Edgar Klops. Ja, den kennen wir. Edgar versucht, deinem Jäger den Quaffle abzunehmen und ihn davon abzuhalten, ein Tor zu schießen. Edgar ist in wirklich schlechter Stimmung und dein Jäger muss ihm ausweichen. Edgar ist Experte in Sachen Spezialangriff, sodass es für deinen Jäger sehr schwer werden wird, den Quaffle länger als nur ein paar Sekunden zu behalten. Ich bin's wieder, Harry. Vergiss nicht, okay, also, halte die Spezialbewegungen-Taste gedrückt und ziele auf Edgar. Lass die Taste los, um anzugreifen. 8 ausweichen, wenn du wächst. Ausweichtaste, um ihm zu entkommen. Drücke die Schusstaste, sobald du in der Nähe der Torringe bist. Also ausweichen ist einfach und das ist auch einfach. Großartig! Neue Quidditch-Karten! Und was haben wir? Hausrekord überboten, 2 Quidditch-Karten und das Karten, das zweite Spiel freigeschaltet. Ja, das machen wir dann sofort. Machen wir einen riesen Krater. So. Wähle Spezialbewegungen in der Umkleide, um alle Bewegungen zu sehen, die du bis jetzt freigeschaltet hast. Drücke Klatscher-Taste. Das ist die 4? War es die 4? Ja, ne? Und die 6 innerhalb der Torzone, um mit Spezialbewegungen zu punkten. Schusstaste war das die 6, ja. Genau. Ja. Du willst also gegen Hufflepuff spielen? Kämpfen wir um den Quidditch-Pokal und möge der Beste gewinnen. Also 4. Genau, Klatscher war 4 und Schuss war 6. Hallo, hier spricht Jordan aus dem Stadion voller aufgeregter Zuschauer in Hogwarts. Mein alter Freund und begeisterter Quidditch-Fan Seamus Finnegan verfolgt heute mit mir das Spiel zwischen Gryffindor und Hufflepuff. Danke, Lee. Ich habe das Gefühl, dass wir hier heute ein ganz klassisches Spiel sehen werden. Heute übernimmt Madame Hooch das Amt des Schiedsrichters. Genau. Ja, okay. Ja, komm. Spin it! Johnson! Ja. Oh, wir können ausweichen. Sie landet einen Volltreffer! Gryffindor führt mit 10 Punkten! McAvoy! Na komm. Ha, Appleby! Well, sollte ich die richtige Taste drücken? Wow, wir dürfen jetzt einen Klatscher und Ausweichen einsetzen. Schießt ihn! Tweet hält ihn souverän! Freeze! Bam! Sie fängt den Quaffel ab! Passt! Wow, das haben wir ja wieder super gemacht. Holt ihn sich zurück! Wirft ihn! Bam! Lässt ihn herumwirbeln! Na, mach! Besser als woanders hin, ne? Wenn man vor der Kurve landet woanders und nicht da, wo er soll. Johnson, lässt ihn durch die Luft zischen. So,
So, Spezialbewegung können wir jetzt auch machen, und zwar so. Da sieht es auch gleich viel besser aus als bei der Herausforderung. Bams. Wir nutzen einfach alles, was wir gerade so haben. Sofort. Sollte man zwar in einer Notsituation verwenden, aber es ist hier im Moment jetzt nicht so notwendig. Ausweichen. Punkte in Führung, ich weiß. Passt nach rechts, Johnson. Sie landet einen Volltreffer. Gryffindor. Na, war gut. Mit 70 Punkten. Appleby. Warum habt ihr alle so scheiß Namen? Ups. Ja, jetzt benutze ich den Klatscher mal nicht. Hier, komm. Mit Enter kann man jetzt auch noch eine Team-Spezialbewegung machen. Was wir ja auch super schon bei der Herausforderung nicht gelernt haben, aber naja, gut. Manches kann man sich auch einfach selbst anhalten. Klatscher. Wenn wir jetzt schon Spezialbewegung haben, können wir das noch machen. Punkte in Führung. Der goldene Schatz wurde immer noch nicht gesehen. Nee. Die Sucher nehmen ihr Spiel auf. Lässt ihn durch die Luft sausen. Freeze. Ja, das war sehr gut von der KI, gerade den Klatscher einzusetzen, wenn wir schon längst das Tor geschossen haben. Und ein schneller Pass. Spin it. Johnson. Jetzt habe ich hier schon Ausweichen gesetzt, getan, getutet. Aber, naja. Komm, machen wir das hier nochmal. Bams. Nee, den kann man ausweichen. Und Schuss. Sie fängt den Kruppelpass ab. Nichts da. Ein blitzschneller Pass. Spin it. Sie schießt ihn rein. Hufflepuff ist in freier Hand. Yeah. Wir sind gut. Das dauert schon mal länger als das davor. Ist auffallend, ein ne? Schneller Pass. Johnson, wirft ihn. Spin it. Lässt ihn durch die Luft sausen. Ja, ja. Tweet hält ihn zurück. Er ist drin. Aber man sieht hier denn schon mal ein bisschen mehr. Passt ins Leere. Ihr halt Klatscher. Ausweichen. Das ist halt Spezial. Und natürlich auch eine Team-Spezialbewegung, aber ja auch schon. Da habe ich jetzt keinen Bock, das hier alles nochmal einzusetzen. Ausweichen, okay. Aber nicht gleich den Klatsch. Ja gut, wenn ich die wieder kriege, bin ich älter. Gleich sofort. Spinnet liegt einen Angriff. Bam, 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 bam. Oh, was für ein Manöver! Ja, die Sucher lassen nichts unversucht, um den goldenen Schnaps zu finden.
Zaubern in ihr Spiel auf. Wirft ihn! Bams. Katie Bell, ein blitzschneller Pass. Angelina Bams. Johnson, Alicia Spinnett, Bell, dann mit einem Falltreffer. Ricket führt einen weiteren Klatscherangriff aus. Susan Appleby passt. Und nochmal. Alicia Spinnett, bisschen Katie Bell, mehr passen, extra für den goldenen Schnatz. Und ein Pass! Ups. Sie fängt den Kroppelpass ab. Sie nimmt ihn sich. Und ein schneller Pass. Und da haben wir einen. Wow, wenn die das vergeigen, das wäre schon ein Ding, ne? Tja, da hatten wir schon fast. Na. Drehen wir jetzt noch extra Runden hier, oder was? Fang den verdammten Schnatz. Vor allem, ich donner doch schon auf Taste. Gregory ist fort. What? Auf dem Besen ist er unschlagbar. Das wäre jetzt noch ein Ding. Da machen sie richtig Druck. Boah. Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, selbst wenn wir nicht gekriegt hätten, hätten wir es gewonnen, aber trotzdem. Man muss es ja jetzt nicht noch strapazieren. So, 3 Karten gewonnen. Das waren vorhin, also beim anderen Spiel, beim letzten Part. 6, glaube ich, genau. Weil 6 ist ja immer gut. Okay. Der war schlecht. Wobei wir sind Tabellenführer. Ja, ich sehe es. Ravenclaw ist zweiter, Hufflepuff ist dritter und wenigstens zumindest noch, glaube ich, noch, ja. Irgendwie so war's. Noch mehr Hausherausforderung. Und zwar mit Kombis. Wir kennen uns ja schon. Oliver Wood, Kapitän und Hüter bei Gryffindor. Ja. Ich weiß. Interessiert am Passen um Punkten? Ich erklär's dir. Okay. Lerne Kombipässe durchzuführen. Verbinde so viele Kombis miteinander, wie du kannst. Mach ein Tor, sobald du nah genug an den Ringen bist. 6 für Schießen kennen wir schon. 5 ist Passen, kennen wir auch schon. Und 7 und 9 sind die Kombis. Jo. In dieser Herausforderung geht es um den Einsatz der Kombinationsbewegung, der Kombis. Um deine Jäger zu steuern, musst du ein oder mehrere Kombipässe in die Punktezone schlagen und einen Volleyschuss landen, um ein Tor zu schießen. Ich werde dort sein und versuchen, dich aufzuhalten. Wenn dir der Volleyschuss misslingt oder ich deinen Versuch vereiteln kann, gibt es eine Zeitstrafe. Aber wenn du 3-mal hintereinander erfolgreich bist, holst du vielleicht den Schulrekord für Gryffindor. Ups. Also man muss Kombi-Tasten. Mit der Aktionstaste und einer oder beiden Kombi-Tasten kannst du einen Kombi-Pass. Naja, ich hab's. Mit der Besensteuerung kannst du die Passrichtung bestimmen. Einmal in Reichweite solltest du die Schusstaste zusammen mit den Kombi-Tasten direkt nach dem Pass verwenden, um einen Volley-Schuss zu machen. Ach so. Ja, das habe ich vergeigt. Stimmt. Jetzt habe ich's verstanden. Sollte natürlich die Schusstaste und die Aktionstaste drücken. Super, eine neue Quidditch-Karte. Ist ja nicht so schlimm. Teamrekord habe ich trotzdem überboten und das dritte Spiel freigeschaltet. Das war jetzt das, was ich eigentlich wollte. So. Tipp, die Kombi-Tasten können mit der Ausweich-, Schuss- und Aktionstaste benutzt werden. Ja, ich hab's ja verstanden jetzt mit der Schusstaste, dass ich es falsch gemacht habe. Die Kombinationen können während eines Quiffel im Kopf und Quidditch im Kopf. Quidditch-Spiels für dich von Vorteil sein.
Mann, Mann, Mann. Meinst du, du hast eine Chance gegen Slytherin? Jo. Niemals. Doch. Lasst uns um den Quidditch-Pokal kämpfen. Ja, ist dann auch das letzte Spiel, ne? So. Hallo, ihr da draußen. Hier spricht Lee Jordan aus dem vollbesetzten Stadion in Hogwarts. Ja, das mein alter Freund hier. Und Quidditch-Experte Seamus Finnegan verfolgt heute mit mir das Spiel zwischen Gryffindor und Slytherin. Danke, Lee. Ich freue mich schon sehr auf das heutige Spiel. Und da ist sie, Madame Hooch. Ja, ja, die ist ja immer da. Bams. Sie fliegen! Spin it! Bell! Wirft ihn! Lässt ihn so, durch die Luft raus! Naja, mit dem Kombi-Dingern ist immer so eine Sache. Sie ist stark im Angriff. Ja, sich den Quaffel. Ich bin noch nicht so ganz in den Kombifesten gerade drin. Schießt! Letchley wehrt den Quaffel souverän ab! Pusey! Spin it! Fliegt einen Angriff! Bell! Und Schuss! Warum steht da auch immer einer im Weg? Montagu! Jetzt haben wir es. Man sieht auch, dadurch geht gleich schneller die ganze Sache hoch. Man darf es bloß nicht so verkacken. Sollte man erstmal. Ja, toll. Können wir auch. Und ein schneller Pass. Spin it. Passt. Johnson. Und wieder einer im Weg. Bewegung manchmal mehrere Tore erzielen. Passt. Was ganz Johnson. Gut ist. Passt ins Leere! Spin it! Wirft ihn! Bell! Lässt ihn herumwirbeln! Johnson! Feiert ihn ab! Ja, da muss natürlich der verkeift. Und ein schneller Pass! Bell! Ein blitzschneller Pass! Jetzt bleib doch mal. Und ein schneller Pass, Johnson. Schießt. Sie schießt ins Tor. Immer welche. Nee, das ist schon krank. Komm, hier, klatsch mal. Der Treiber ist außer Gefecht gesetzt. Holt startet einen weiteren Klatscherangriff. Er fängt den Quaffelpass ab. Vor allem, ich habe 8 gedrückt, aber das hat es natürlich nicht mal reagiert, weil der Klatscher Angriff gleichzeitig kam. Und ein Pass. Spin it!
Oder ein bisschen. Sie holt sich den Quaffel. Passt. Johnson. Ja. Lässt ihn durch die Luft saufen. Sollte das mit den Drücken noch üben. Ja. Spin it. Greif an. Sie ist so stark. Bam. Sie schießt ein Tor. Also die Partie machen wir hier auf alle Fälle jetzt noch zu Ende. Wenn wir vielleicht ein bisschen überziehen. Das ist bei dem Let's Play wahrscheinlich den normalen. Wobei es geht jetzt, glaube ich, noch. So. So, das ging doch jetzt ganz schnell. Jo. Und damit haben wir den Pokal. Mit großer Freude überreiche ich den Quidditch-Pokal in diesem Jahr an Gryffindor. Ja, Gryffindor. Und allen, die in diesem Jahr an der Quidditch-Weltmeisterschaft teilnehmen, wünsche ich viel Spaß. Und vergesst eure Omni-Gläser nicht. Natürlich nicht. Yeah. Okay, also, da haben wir 240 zu 0 gewonnen und 4 Quidditch-Karten. Jo, einmal speichern noch schnell. Dann sehen wir uns noch ganz schnell die Tabelle an. Sieht ja ganz gut aus. Und dann geht's an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.